Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Bevor ich mit den News gleich starte, ganz wichtig, auch wenn man es sicherlich aus dem Thumbnail oder aus dem Titel schon ein bisschen rauslesen kann, möchte ich nicht zu viel spoilern, wenn ich denn damit nicht schon zu viel verrate. Jeder, der den Trailer von gestern, dem 27. um 19 Uhr, nicht gesehen hat, ein Cinematic Comic Trailer über den Forge, das Interview an diesem Filmset, schaut euch vor, ich blende es euch hier nochmal ein, dort habe ich den Trailer gezeigt in dem Video und habe dort kurz nochmal meine Interpretation des Trailers gezeigt. Also schaut euch das vorher an, bevor ich euch jetzt in diesem Video zu viel spoilere, denn der Trailer ist richtig geil und da passiert was, womit man überhaupt nicht rechnet. Also schaut da vorher rein, alle, die den Trailer schon kennen, bleibt jetzt dran. Meine Vermutungen haben gestimmt. Gestern, als ich den Trailer euch gezeigt habe, habe ich ja noch so eine kleine Interpretation da reingehauen und habe vermutet, dass das Filmset verwüstet wird. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass es heute erst zum 28. um 19 Uhr zu sehen ist. Es wurde tatsächlich, als der Trailer veröffentlicht wurde, schon ins Spiel implementiert, was richtig geil ist. Ich hatte leider keine Zeit mehr, das zu prüfen. Ich möchte euch nochmal was einblenden, was ich vor ein paar Tagen schon gezeigt habe, warum ich eigentlich dachte, dass das heute zum 28. erst passiert. Denn ihr seht hier den mittleren roten markierten Bereich. Die dritte Zeit ist der 28.01. Um 19 Uhr deutscher Zeit. Dort soll nochmal ein Ingame-Teaser passieren. Quasi heute um 19 Uhr soll nochmal irgendwas passieren und genau das mit dem Filmset war meine Vermutung. Also scheint uns heute noch was zu erwarten. Ich bin gespannt. Es gibt, wie gesagt, auf der EA-Seite noch was ich euch gleich zeigen werde. Aber ganz wichtig, ich zeige euch gleich noch den Spot nochmals, damit der nicht weiß, wo der Spot genau ist, sich den Talisman abholen kann. Und das ist nämlich das Wichtige. Ihr habt meiner Vermutung nach, auch wenn ich es nirgendwo rauslesen konnte, jetzt noch eine Woche Zeit, euch den Talisman aus seiner Deathbox zu holen vom Forge. Quasi ein Waffenglücksbringer. Denn Season 4 startet bald, dort wird dann die gesamte Map nochmal richtig auf den Kopf gestellt und verändert. Warum sollte also das Filmset und die Deathbox an dieser Stelle bleiben? Also beeilt euch, diese Woche habt ihr Zeit, euch den Talisman abzuholen. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ihr die Deathbox öffnet und danach zeige ich euch das offizielle Bild vom Forge auf der EA-Seite. Das ist nämlich auch richtig interessant. Wer dann immer noch zweifelt, dass der Forge tatsächlich noch lebt, naja, das sollte eigentlich Beweis genug sein. Auch, also ich glaube nicht, dass es ein Doppelgänger ist. Ich zeige euch jetzt mal Folgendes und lese euch das auch gerne vor. Stahlschneide Erinnerungsglücksbringer. Diese einzigartige, authentische, streng limitiert, und da steht es nämlich schon streng limitiert, also ich gehe davon aus, dass es wirklich nur noch eine Woche ist. Erinnerungsreplik ist ideal, um dem gefallenen Lieblingssohn der Outlands einen Respekt zu erweisen, dem oft imitierten, aber bis auf ein einziges Mal unbesiegten Champion der Hyper Fight Federation Jimmy Forge McCormick. Dahin doch nicht vergessen. Also sollte eigentlich sehr, sehr eindeutig sein, dass es limitiert ist. Quasi habt ihr jetzt diese Woche Zeit, den abzuholen, auch wenn ich das jetzt schon zum 20.000. Mal erzählt habe. Ich zeige euch jetzt auf der offiziellen EA Apex Seite, was da dort noch über dem Forge steht. Sorry fürs Stottern. Ich bin jetzt auf der EA-Seite und scroll mal langsam runter. Season 4 ist klar, hier seht ihr den Trailer, den ihr euch angucken könnt. Und jetzt scrollen wir noch ein Stück runter. Und hier seht ihr schon auf der linken Seite, der Forge ist komplett ausgegraut und kann nicht mehr, ich sag mal jetzt richtig, angeklickt werden. Und darunter steht, Ruhe sanft, Jimmy Forge, McCormick, niemals besiegt, in Klammern, mit einer Ausnahme quasi vom Revenant platt gemacht. Wer jetzt immer noch zweifelt, dem kann ich jetzt auch nicht helfen, auch wenn ich unter vielen Kommentaren in meinem gestrigen Video über diesen Trailer schon Theorien gehört habe, dass es vielleicht ein Double sein könnte. Es haben sich auch schon viele im Internet die Legende, die man offiziell so auf EA sehen kann oder auf der EA-Seite sehen kann, und das Interview haben die gestoppt und haben die beiden Bilder miteinander verglichen, haben da schon irgendwelche Sachen entdeckt, dass es scheinbar ein Double sein kann oder muss. Also ich lasse das mal im Raum stehen. Vielleicht ist es tatsächlich so, auch wenn ich das nicht glaube. Ich möchte euch natürlich jetzt auch nochmal, bevor ich euch gleich den Spot zeige mit der Deathbox, möchte ich natürlich nochmal einblenden. Ich habe ja ein Video vor ein paar Tagen rausgehauen, noch ein paar Leaks über Season 4 und die Revenant Fähigkeiten. Also, wir dürfen ja jetzt wirklich sicher sein. Wer soll jetzt sonst als Legende außer dem Revenant kommen? Zieht euch das Video auch noch rein, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Jetzt zeige ich euch den Spot um die Deathbox und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Also,
Lasst dem Video auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Tipps und Tricks und vor allem Informationsvideos über Apex Legends und vor allen Dingen für Season 4 verpassen wollt. Ich bin auf jeden Fall up to date und halte euch so nah, so zeitnah wie möglich immer auf dem Laufenden. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich zeige euch jetzt den Spot und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß kurz vor Season 4. So. Erstmal holen wir uns ein paar Waffen. Du verpiss dich bitte, weil das ist meins. Wo ist es? Ach, da drüben, alles klar. So, man sieht ja auf jeden Fall von Weitem schon mal was Phase. Ist das schon mal geil. So. Geh weg. Forge Deathbox. Kann man ja so festhalten. So. Stahlschneider, Erinnerungsglücksbringer. Ja, hier ist so eine fette Blutlache, man sieht's richtig. Und dem gefallenen Lieblingssohn der Outlands einen Respekt zu erweisen, dem oft imitierten aber... Ach so, ja, alles klar.